stehe hier mit Anon Chi Cosplay und sie ist eine wunderbare Priesterin aus WoW Tier 6. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, du spielst wahrscheinlich WoW. Wie bist du dazu gekommen? Warum Tier 6? Also ich spiele WoW jetzt auch schon sehr lange und ich habe zu WoTLK mit einer Priesterin angefangen und habe mich da irgendwie rein verliebt. Und das Tier 6 war so das Set, was mir von den Priestern persönlich am besten gefallen hat. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen größeres Cosplay mache, dann muss es das sein. Ja, und mit einem größeren Cosplay hast du es auch schon gut angesprochen. Diese Schultern sind wunderschön geworden, auch der Stab und alle feinen Näharbeiten und auch hier die ganzen Details sind sehr, sehr schön geworden. Wie lange hast du dafür gebraucht? Wo lagen die Tücken? Also wirklich effektiv gebraucht habe ich jetzt für das Cosplay alleine 3 Monate. Angefangen habe ich aber schon im Oktober. Ich musste nur zwischenzeitlich wegen meiner Masterthesis meine Pause machen. Dementsprechend habe ich vor einem halben Jahr zwar angefangen, aber effektiv eigentlich nur 3 Monate gebraucht. Okay. Und ja, die Schultern sind sehr detailreich bemalt. Da hast du uns verraten, dass das deine Schwester schon gemacht hat. Also du hast auch ein bisschen tatkräftige Hilfe. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig beim Cosplay, weil nicht jeder kann alles perfekt. Und ja, das ist dein erstes selbstgenähtes Cosplay in der Tat. War das schwierig für dich, da den Anfang zu finden oder ging das ganz leicht? Also am Anfang war es eher so ein bisschen problematisch gewesen, weil ich jetzt erst mal in der 6. Klasse überhaupt eine Nähmaschine gesehen. Aber ich dachte mir, okay, ich fange jetzt an. Ich habe dann mit ein paar Schnittmustern ein bisschen mal rum experimentiert und danach ging es eigentlich dann recht flott und recht einfach. Ja, es sieht auf jeden Fall fantastisch aus und ich würde dich am liebsten noch fragen, was kommt als nächstes? Was können wir noch mal erwarten zu sehen? Also was ich mir als nächstes noch vorgenommen habe, ist aus einem eher unbekannten Spiel, das heißt Child of Light. Da habe ich mir Aurora vorgenommen, die Hauptperson als erwachsene Figur. Die habe ich in einem Artbook vor kurzem gesehen und das ist so das, was ich als nächstes wahrscheinlich wohl umsetzen werde. Also an alle Child of Light Fans da draußen, bald habt ihr eine wunderbare Aurora da als Präsentation. Wann sieht man das denn? Nächstes Jahr erst. Also ich habe jetzt dieses Jahr soweit schon alles fertig, was da noch kommt und nächstes Jahr werde ich dann wieder aus dem Game-Genre halt einen Charakter mehr machen. Gut, also es bleibt leider abzuwarten, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben und ja, wunderbar. Möchtest du noch irgendwas an die Leute da draußen sagen? Spielt WoW. Da ist die Verheißung und die Verlockung da. Alles klar. Dann vielen Dank für das Interview und ja, bye.